Fähigkeiten zu gering. Plasmareinigung reparieren. Ja, wie repariere ich das Ding denn überhaupt? Online, verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? Ah, okay. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. Fähigkeiten zu gering. Was soll das heißen, denn Elektronikfähigkeiten zu gering? Mal gucken. Scheint so als... verdammt. Nehmen wir erstmal alles. Sturmgewehr ist scheiße. Wie kommt es, dass du ein... Jetzt kannst du endlich mal was tragen. Kyro-Munition, bitte. So, Noveria. Komm, geht Angriff. Ferris nach Ferris reisen. Das ist Noveria. Luftstation. Sie sind in so einem Material, ne? Ja, das ist schon klar. Kann man säubern. Sie müssten die Dekompetition entriegeln, um Züge zu entgelangen. Mariora kann die vielleicht helfen. Ja, das ist nämlich eine Sache, wenn hier die Fähigkeit zu gering ist und wir das nicht machen können, gehen wir raus. Das heißt, wir gehen woanders hin. Das Problem ist halt, ja, wie gesagt, wir können es von hier aus nicht öffnen. Also wir können es allgemein jetzt nicht öffnen. Deswegen gibt es eine andere Lösung, die wir auch machen können. Davon habe ich ja erzählt. Online, verbunden mit dem Außenlabor. Wie kann ich Ihnen helfen? So, freie Gefahrenstoffe. Diese freien Gefahrenstoffe? In der Dekontaminations... Im Interesse der Crew-Sicherheit wurde die Bahnstation verriegelt. So, jetzt werden wir die Türen öffnen. Müssen die abgesicherten Plasmadüsen aktiviert werden. Warnmeldung ignorieren. Schleusentüren öffnen. Sehr wohl, Commander. Bereich wird freigegeben. Zutritt auf eigene Gefahr. Lockout. Das ist alles, was ich jetzt wissen muss. Natürlich, Commander. Ich melde Sie ab. So. Biotik bezeichnet die seltene Fähigkeit von... Ja, ja, ist schon klar. Wir haben das jetzt gemacht, wie soll ich sagen? Weil wir ja die... Biotik bezeichnet die seltene... Ja, danke, ich weiß... Eine virtuelle Intelligenz ist die fortschrittliche. Ah, okay. Haben wir schon alles gelesen? Ja, warum wir hier weggegangen sind, ich weiß die Auswirkungen ehrlich gesagt wenig, aber... Im Großen und Ganzen ist es alles, was wir machen können. Oh, verdammt, das hätte ich fast übersehen. Alles mitnehmen. Wenn wir unzureichende Fähigkeiten haben, dann müssen wir die Schleuse öffnen. Denn, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, in Wirklichkeit sind da keine Gefahrenstoffe. Sie betreten jetzt den Dekontaminations- und Transport-Hub. Keine gefährlichen oder unerlaubten Materialien festgestellt. Seht ihr? Nachdem das geöffnet wurde, ist da nichts mehr. Stufenaufstieg und ja. Zeigt mir noch einen an. Wow! Eklige Dinger. Die sind furchtbar. Tja, Gefahrenstoffe waren hier nicht. Niemals.
Man muss die Tür einfach öffnen. Weil das hat mich im Großen und Ganzen so riesig geärgert. Ich bin da hin und her gelaufen, habe mich darüber geärgert. Ja, meine technischen Fähigkeiten sind unzureichend. Weil ich ja zum einen auch keine Technikerin oder Techniker bin. Ja, und das war für mich ein Ärger. Abfahrt Central Station. Richtung Rift Station. Also, für alle da draußen einfach die Tür öffnen, aber aus einem gesicherten Raum. Das habe ich mal so gemacht, weil ich gedacht habe, das ist halt so gegeben. Wir erreichen jetzt die Binhex-Forschungseinrichtung Riftstation. Und sich nicht hier gleich ärgern, Scheiße, warum habe ich keine technischen Fähigkeiten? Okay, wir sind da. Dann suchen wir nochmal, nach wem? Benesia. Und wir sollen auch einen Teil der Station in die Luft jagen. So wie ich das aus der Nachricht herausgehört habe. Okay, die Tür ist offen in den Schlafräumen. Dann mal rein. Nur damit wir einen anderen Spectre jagen. Tja. Hallo. Tut mir leid, wir konnten nicht sicher sein, was in der Bahn ist. Können die eine Bahn bedienen? Keine Autopsie, kein Foe. Können die Viecher die Steuerung einer Bahn bedienen? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde hier keinerlei Vermutungen mehr anstellen. Hören Sie, Sie sind ein Mensch und das ist Grund genug, nicht auf Sie zu schießen. Aber ich würde gern wissen, wer Sie sind. Ein Spectre, wenn schon. Ich heiße Shepard und ich bin ein Spectre. Einem schwer bewaffneten Gaul schaut man nicht ins Maul. Letzte Woche haben die Aliens das Sicherheitslabor überrannt. Nur Hanolar konnte entkommen und seitdem tickt er nicht mehr ganz richtig. Wir konnten gar nicht so schnell gucken, wie diese Bastarde sich in meine Kommandoposten verbissen hatten. Und da waren wir noch gut besetzt. Sie haben richtig gehandelt. Sie wurden überrascht und hatten Zivilisten zu beschützen. Sie haben gute Arbeit geleistet, Captain. Ach ja? Warum liegt es mir dann quer im Magen? Der Aufsichtsrat schickte eine Asari, um hier aufzuräumen. Sie ist gestern ins Sicherheitslabor gegangen und seitdem haben wir nichts mehr von ihr gehört. Mal sehen, was wir tun können. Ich werde nicht zulassen, dass auch nur einer ihrer Leute stirbt. Ich kann sowieso nur die Stellung hier halten und die Zivilisten schützen. Bei den Zügen gibt es einen Notaufzug. Mit dieser Karte können Sie ihn aktivieren. Er wird Sie runter ins Sicherheitslabor bringen. Wenn Sie erste Hilfe brauchen, gehen Sie zu Dr. Cohen unten in der Krankenstation. Gut, diese Einrichtung. Erzählen Sie mir von der Riftstation. Ich kann nicht über alles reden. Was genau wollen Sie denn wissen? Ja, wie sicher ist sie denn? Erzählen Sie mir von den Verteidigungseinrichtungen hier. Sicher genug, dass Sie nicht überall rumschnüffeln sollten. Und überlebend? Mich hat einfach Ihr Vorgehen beeindruckt. Eine Woche lang Angriffen standzuhalten, ist alles andere als ein Zuckerschlecken. Nur die Besten werden Hochsicherheitseinrichtungen wie dieser hier zugewiesen. Was mich am meisten beeindruckt, sind die Geschütztürme, Alarmanlagen und Kameras. Sie werden alle zentral in der Nähe des Quarantänelabors gesteuert. Ein Einzelner kann die gesamte Einrichtung abriegeln. Das Sicherheitszentrum ist der letzte logische Rückzugspunkt, wobei wir den ganzen Weg bis dahin von den Geschütztürmen geschützt würden. Und die Aliens? Was können Sie mir über die Aliens sagen? Fragen Sie Dr. Olar. Er ist der Einzige, der aus dem Sicherheitslabor entkommen konnte. Und er ist der einzige Volus hier. Okay, und die Sicherheitslabore? Ich möchte mehr über die Situation im Sicherheitslabor wissen. Die Einrichtung hängt nicht mehr am Netz. Der einzige Weg, das herauszufinden, wäre Aufklärer mit dem Aufzug runterzuschicken. Aber ich werde keinen meiner Leute in den Tod schicken. Die Viecher kamen aus dem Labor? Kamen die Aliens aus dem Inneren dieser Einrichtung oder griffen sie von außen an? Wollen Sie meine ganz persönliche Meinung hören? Labore wie dieses existieren, um irgendeine Scheiße zu entwickeln, die andere Leute tötet. Und wie ist die Einrichtung so? Erzählen Sie mir von der Architektur des Sicherheitslabors. Es wurde in einem Gletscher weiter unten im Berg gebaut und ist sehr alt, dick und stabil. Wenn etwas schief läuft, heizen Sie es einfach auf und versenken es im Eis. Normalerweise gelangt die Crew mit einer Bahn von der Central Station zum Labor. Wir haben auch einen Aufzug, der direkt dorthin führt, aber der ist für Notfälle reserviert. Hören Sie mal,
Ich werde meine Leute nicht dort runterschicken. Es ist einfach zu gefährlich, kapiert? Schon klar. Und Benesia? Sind Sie sich sicher, dass die Matriarchin noch im Sicherheitslabor ist? Sie ist jedenfalls nicht hierher zurückgekehrt. Sie kamen durch die Zentralstation, also ist sie dort auch nicht. Und Ihre Leute? Wie schlagen sich Ihre Leute? Die erste Angriffswelle kam unerwartet. Sie konnten eindringen und wir haben einige gute Leute verloren. Demzufolge sind wir jetzt teillos unterbesetzt. Wir halten die Befehle aufrecht, indem wir lange Schichten fahren und Stims einwerfen. Mir gefällt das zwar gar nicht, aber ich sehe auch keine Alternative. Na dann, ich muss los. Ich habe noch zu tun. Ja, ich höre die... Verdammt, alle Mann ausschwärmen! Los, okay. Los, los, los! Danke für die Hilfe. Alle paar Stunden kommt eine Gruppe durch den Bahntunnel. Es ist besser geworden, seit wir den Aufzug stillgelegt haben. Kein Problem. Ich tue, was ich kann. Ich weiß auch nicht, warum die immer wieder gegen unsere Verteidigungsanlagen rennen. Selbst Tiere sollten doch lernen, ihre Nase nicht dahin zu stecken, wo es wehtut. Die scheinen aber auch ein bisschen unorganisiert zu sein. Ich meine, diese Tiere. Irgendwie... ein bisschen seltsam ist es schon. Dann mal weiter. Okay. Was sind die? Sie wollen doch wohl nicht ins Sicherheitslabor, oder? Doch. Oh. Reden wir mal mit denen. Unsicher. Ich heiße Sie willkommen. Vorsichtig. Ich möchte meine Neugier stillen und fragen, was Sie hier machen. Ich will nur helfen. Ich habe gehört, dass es hier Ärger gegeben hat. Insgeheim. Ich fürchte um das Befinden unserer Wachen. Viele sind seit Tagen auf den Beinen. Freudig. Ich kann behaupten, noch einen begrenzten Teil meiner Ausrüstung zum Verkauf anbieten zu können. Dann zeigen Sie mal, was Sie haben. Lassen Sie mal sehen. Leider. Ein Großteil meines Bestands ist von Captain Ventralis beschlagnahmt worden. Naja, so schlimm ist es auch nicht. Gucken wir mal, was wir haben. Ach, wir können ja die Lizenzen kaufen. Und schauen wir mal hier. Nicht gut. Und das? Auch nicht gut. Das ist für Krogana. Hier im Bio-Verstärker? Oh, den können wir vielleicht mal kaufen. Universalwerkzeug. Der ist keine vergleichbare... Ja. Der ist ganz okay, würde ich mal sagen, aber nee. Einzig Medigill Upgrade Nummer 2. Kaufen wir mal. Und wir nehmen ja auch. Ne, der Bio-Verstärker ist leider zu teuer. Aber den Universal? Nein. Okay. Ja, okay. Dann haben wir schon mal das, was wir brauchen. Die Wissenschaftler kotzen sich aus. Man sollte sie zum Verrecken hier lassen. Ist sowieso alles. Was? Ihre Arbeit. Gehören Sie zu einem der Wissenschaftsteams? Ja, ich wurde kürzlich versetzt. Und was studieren Sie? Was machen Sie hier? Molekulargenetik. Ich habe mich auf biotisch erweiterte allelespezifische Hybridisierung spezialisiert. Was? Das war mir ein bisschen zu technisch. Ich bin sehr gut darin, vererbte Variationen in genetischen Sequenzen aufzuspüren. Sicherlich wäre Ihnen das viel zu langweilig. Und Benesia? Kennen Sie Matriarchin Benesia? Warum fragen Sie mich das und nicht Ihre Freundin? Weil ich nichts über die Matriarchin weiß. Und warum sollte ich das? Moment mal. Warum so gelassen? Sie scheint die Situation weniger zu beunruhigen als die anderen. Das gehört zu den Vorzügen meiner Meditation, die Sie eben unterbrochen haben. Oh, Entschuldigung. Private Nachricht. Erzählen Sie mir von sich. Ich bin Alestia Yalis von der Universität zu Aureis. Möchten Sie was Bestimmtes wissen? Oder soll ich einfach irgendwas erzählen? Warum so rüde? Es gibt keinen Grund, so unhöflich zu sein. Sie unterbrechen meine Meditation. Wie unhöflich muss ich sein, damit Sie endlich verschwinden? Entschuldigung. Dann auf Wiedersehen. Dann kann ich endlich weiter meditieren. Blöde Kuh. Der? Was? Nein!
Tut mir leid. Ich habe seit dem Angriff nicht viel geschlafen. Brauchen Sie etwas? Benesia, war sie hier? Ich suche eine Asari. Asari? Tja, da gibt es Dr. Ialis. Und da gibt es noch unseren Gast, Lady Benesia. Captain Ventralis müsste wissen, wo sie ist. Die Situation hier? Wie schlagen Sie sich? Es wäre wohl kleinlich, sich zu beschweren, wenn man gerade mit dem Gehirn eines Mitarbeiters bespritzt wurde. Bäh. Seit dem Angriff hat keiner hier genug Schlaf bekommen. Natürlich haben nicht alle von uns Waffen. Und diese Labore? Was für eine Arbeit erledigen Sie hier? Darf ich aufgrund einer Vertraulichkeitsvereinbarung nicht sagen. Und ich würde meinen Job gern behalten, wenn wir überleben. Die Umgebung ist fürchterlich, aber die Bezahlung ist besser als in jedem anderen Labor. Gefällt es Ihnen hier überhaupt nicht? Gefällt es Ihnen nicht bei Gipfel 15? Es existiert hier keine Außenwelt. Nur Wände aus Eis und Fels. Es gibt nur die Arbeit, die Entdeckungen. Man vergisst zu schnell, dass Wissenschaft und Ethik zusammengehören. Vielleicht bezahlen wir jetzt dafür. Und die Sicherheitslabore. Was wissen Sie über das Sicherheitslabor? Nichts. Ich habe woanders gearbeitet. Soweit ich weiß, ist Han Ola der einzige Überlebende. Und wo kann ich ihn finden? Ist er auf der Krankenstation? Nein, er ist im Quartier des Wissenschaftsteams. Mhm. Seien Sie nicht zu hart mit ihm. Er hat eine Menge durchgemacht. Meine private Frage. Was genau machen Sie denn hier? Ich bin Toxikologe. Ich kann nicht über meine Arbeit reden. Nicht, dass ich seit dem Unfall was getan hätte. Was für ein Unfall? Es hat hier einen Unfall gegeben? Ich kann nicht darüber reden, was passiert ist. Nicht hier. Zu öffentlich. Gehen Sie zur Krankenstation und reden Sie mit Dr. Cohn. Er war der Projektleiter. Na gut. Wir reden später weiter. Denken Sie daran, alle verdächtigen Geräusche zu melden. Dann gehen wir mal runter in die Krankenstation und schalten mal die medizinischen Daten hier ein.